sprechen wir als Menschen, die die Kunstform des Theaters gebrauchen, verwenden, um unsere Ideen weiter zu transportieren? Sprechen wir die Sprache des Bewegtbildes, des Bildes der modernen Zeit, der Sprache des 21. Jahrhunderts? Sind wir in der Lage, als Regisseure, als Schauspieler, als Dramaturgen, die modernen Rezeptionsarten, den modernen Rezeptionswunsch eines Publikums aufzugreifen und weiter zu verarbeiten mit den modernen Mitteln der Kunst, mit videografischen Elementen, mit einer Videokamera, mit einem Mikrofon, sind wir in der Lage, die Bedürfnisse einer Audienz, wie sie sich uns heutzutage darstellt, zu verstehen und das Theater des 21. Jahrhunderts in einen kontextuellen Zusammenhang zu bringen? Können wir Intimität nach wie vor herstellen? Das sind die großen Fragen, die wir bei einer videografischen Inszenierung uns stellen müssen, aber eben auch ans Publikum. Und dafür sind solche Thementage, solche Aufführungen in Schulen, in Universitäten, in Altersheimen unglaublich wichtig. Wir müssen es schaffen, eine Brücke in das mediale 21. Jahrhundert zu begehen. Wir müssen sie bauen. Wir müssen den Mut haben, uns dem Medium Film zu öffnen und nicht einfach nur Theater abfilmen, sondern tatsächlich mit der Kamera auf die Bühne zu gehen, mit der Kamera zu den Menschen zu gehen, die ein Stück wahrnehmen, die ein Stück aufnehmen ins Herz, in ihren Verstand. Das Bewegtbild ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Die Frage ist nur, wie viel Distanz muss bleiben zwischen der Bühne, zwischen dem Schauspieler und einem Aufnahmemedium wie der Kamera, und wie viel Nahheit, wie viel Verbindung können wir aufbauen, um den Impuls, der von einer Theaterinszenierung ausgeht, zu verstärken. Hast du schon deutsches Theater hier an der Schule gesehen? Hier in der Schule noch nicht. Und was magst du lieber, Kino oder Theater? Theater ist für mich so spannender und alles, aber Kino ist cool. Wie nah kommt Theater an unser Herz? In vielen Fällen muss ich als Zuschauer sagen, vielleicht bis zum Brustkorb, aber nicht ins Herz rein. Inwieweit können wir es schaffen, den Künstler selbst sich im Bewegtbild zu verstehen? Inwieweit können wir intimer werden? Inwieweit können wir an das Herz des Rezipienten, des Schauspielers herantreten und neue Dinge erzeugen? Interessieren sich junge Leute, interessieren sich Studenten für deutsche Sprache? Ja, schon, natürlich. Also die meisten Gymnasien sind eigentlich auf Deutsch und Englisch. Es verteilt sich so 50-50%. Sehr viele lernen Deutsch. Deutschland ist ein sehr attraktives Land, auch für die Studenten. Es gibt sehr viel Erasmus-Austausch auch mit Deutschland. Und wie man eben auch an der deutschsprachigen Universität in Budapest sieht, lernen auch sehr viele Studenten extra Deutsch dafür, um später in Deutschland weiter zu studieren oder zu arbeiten. Also Deutsch ist schon eine wichtige Sprache, immer noch in Ungarn. Wie kann man das universitäre Leben im Allgemeinen beschreiben? Ist es ausgesprochen leistungsbezogen? Ist es stark kulturbezogen? Gibt es einen Kulturbezug? Wie ist das Verhältnis? In Ungarn ist das Studentenleben eher leistungsbezogen, würde ich sagen. Also die Universitäten legen hohen Wert auf gute Leistungen, auch viel Leistungen. Das fängt eigentlich auch schon in Mittelschulen an. Allerdings bekommt man auch von den Grundschulen her, dadurch, dass sehr viele Schulklassen ins Theater fahren zum Beispiel, auch einen Kulturteil mit. Den nimmt man auch mit als Student. Deswegen ist Kultur eigentlich auf Eigeninitiative. Besteht Interesse bei jungen Leuten, sich Gedanken über gesellschaftliche Veränderungen zu machen? Ja, Interesse auf jeden Fall, und sie machen sich auch Gedanken. Was ich allerdings sehe, ist, dass es bei den Gedanken sehr oft bleibt. Also es steckt keine Aktivität, kein Antrieb dahinter, weil die Leute und auch besonders die jungen Leute denken, dass sie eh keine Chance haben. Welchen Stellenwert hat die deutsche Sprache an Ausbildungsinstitutionen in Budapest? Die ZFA, die Fachberatung für Deutsch, arbeitet mit ungarischen Schulen im ganzen Land zusammen. Natürlich haben wir auch einen Schwerpunkt hier in Budapest. Es sind 8 Schulen, PASCH-Schulen, ja, die das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz haben. Ein zweiter Schwerpunkt ist PEJC, 5 Kirchen im Süden mit 5 Schulen, und die anderen verteilen sich. Wir
können den Schülern eben auch über die Zusammenarbeit mit dem DAAD und mit dem Pädagogischen Austauschdienst Stipendien anbieten, die also tatsächlich dann auch in ein Studium nach Deutschland führen. Gibt es denn eine Art Schüleraustausch, wenn man so sagen möchte, also zwischen den Hochschulen? Im Rahmen der Comenius-Programme natürlich. Und dann aber auch kann man sagen, dass jede dieser Schulen, die ich eben erwähnt habe, dieser 36 Sprachdiplomschulen, mindestens 2 bis 3 Partnerschulen in Deutschland haben, auch in anderen Ländern. Also wenn es uns gelingt, also motivierende Themen zu finden für diese Zusammenarbeit, dann werden wir auch immer wieder neue Schüler, denn die Generationen wandern ja durch die Schulen, und wer vor 20 Jahren in einem Austausch war, der sitzt jetzt wahrscheinlich schon in irgendeinem Beruf.